So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Letztes Mal haben wir die Reise begonnen, die lang sein wird und wahrscheinlich schmerzhaft, teilweise. Haben jetzt schon das 3-Exit-Level hier hingekriegt und jetzt haben wir drei Wege, die wir gehen können und ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wir gucken mal, wer was gebaut hat. Michelangelo, Level Sculptor. Catbath und Mysterious Ghost. Okay, Morsel ist nicht dabei. Morsel wäre dieser Bad-Dings-Boy gewesen. Wie hieß der? Wie hieß Morsel noch gleich? Morsel wäre Baldi Boy, nicht Bad Boy. Ja, dann gehen wir doch einfach. Keine Ahnung, wohin als erstes. Gehen wir hier hin. Das ist aber jetzt auch dann voll gut. Ich habe nämlich zum Beispiel keine Ahnung, wohin der Mero gegangen ist. Deswegen werde ich wahrscheinlich gar nicht so schnell die Level sehen, die ich bei ihm gesehen habe. Guck mal einfach mal, was kommt. Ich habe keine Ahnung. The Variety and Adventure Worlds 11215. Was ist hier? Okay, das Level habe ich bei ihm gesehen. Ja, okay, ja, ich habe. Das ist ja natürlich jetzt sehr doof. Egal. Das war aber ein relativ kurzes Level, das kriegen wir auch recht schnell hin. Da brauche ich jetzt auch keine Save States hier rumwurschteln. So, da ich eh gerade die Feder vom anderen Level noch mitnehme, ist das auch ein bisschen einfacher gerade jetzt alles. Also warum nicht? So. Zack. Musik ist ganz schön leise in dem Raum. Also in dem Level. Vorhin war sie insgesamt lauter, jetzt ist sie relativ leise geworden. Aber das ist okay. War es schon angenehm, mit Feder hier durchzugehen. Ja, F. Das war dann die Teil, der Teil mit der Feder. Okay, spielen wir es ohne Feder. Ist auch in Ordnung. Hui. Hui. Meins macht es jetzt auch nicht viel schwieriger. Also, eigentlich macht es das nicht viel schwieriger. Ich muss noch gucken, für wen der Kosename hier steht. Hops, hops, hops. Hui. Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen vorsichtiger durchgehen. Vielleicht war das nicht wirklich vorsichtig. Da muss ich aber durch das Wasser, durch den Wasser, ganz schnell durch. Da, das war ja nicht so gut, dass das einfach direkt vorbei war. Bin ich dumm? Was mache ich denn? Ah! Komm schon. Ich sehe schon wieder ganz viele kopfschüttelnde Gesichter vor ihrem PC sitzen. Gut, so viele sind es jetzt nicht. Aber ich sehe sie trotzdem. Jetzt schütteln sie den Kopf noch viel mehr und sagen, Conan, spiel vernünftig. Und dann antworte ich euch und sage, ja, ich mache ja schon. Das war vernünftig. Das war die Definition von vernünftig spielen. So, jetzt muss ich hier aber echt schnell. Ja, aber. Ja, aber ich kann ja gar nicht. Ah, wait, das soll man gar nicht in der Zeit schaffen, oder? Was ist denn das hier?
Hä? Doch, man soll es in der Zeit schaffen. Kann ich durch die Röhre wieder zurück? Ist das eine Reset-Röhre? Oder bin ich jetzt hier wieder stuck? Ich will hier jetzt nicht wieder stuck sein. Ich bin stuck. Oha, wie schnell muss man da durch? Da Emero das alles mit Safe-States gespielt hat, sah das nicht so schwierig aus. Vielleicht sollte ich es auch mit Safe-States jetzt hier spielen. Ich würde es einmal noch probieren. Aber den State vorher setzen. So. Also ganz schnell durch, ganz schnell durch. Okay, jetzt bin ich hier im Timing halt viel besser. Okay, jetzt habe ich halt das deutlich bessere Timing. Ja, wait. Ach, ich muss hier du... Ah. Okay, ich spule zurück bis zum P-Switch. So. Jetzt passt die Geschichte. Okay. Ja, nice. Aua. Oh, es ist rutschig. Oh Gott. Okay. Also ist mein Pilz weg. Ach, und jetzt habe ich den in die Hand genommen. Das ist aber gar nicht so gut. Oh Gott! Okay. Nochmal. Also nicht in die Hand nehmen, sondern gleich runterfallen. So. Jo, wie macht man das denn plötzlich? Ach so, einfach zur Tür hochspringen. Geh, wieso? Geh doch bitte in die Tür, rutsch nicht rum. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommt der Teil. Okay. Hilfe. Okay. Ist es rutschig? Nein, schon mal gut zu erkennen. Okay. Oh, ich muss darüber. Okay. Alles gut. Da oben ist mein Ziel. Aber ich habe den Pilz nicht mitgenommen. Muss ich den Pilz? Ich weiß es nicht. Hilfe. Oh mein Gott. Ich würde jetzt ungern sterben. To be honest. Okay, wir sollten es haben. Kann ich noch was falsch machen? Nein. Jetzt kann ich nichts mehr falsch machen. Huh. Okay. Den einen Sasset beim Wasser habe ich genommen. Ansonsten kam ich clear durch. Okay. So, den Secret Exit. Der war im zweiten Raum, soweit ich das noch weiß. Der war auch einfach, glaube ich. Da musste man hier hoch. Hier hoch ist ein Schlüssel. Bin gerade im Überlegen, wie man da hochkam. Ich weiß noch, wo der Schlüssel war, aber ich weiß nicht mehr, wie man hinkam. Hat er... Ah, ja, ja, ja. Ach, ich glaube, er hat irgendeinen Chuck irgendwie benutzt, ne? Dass der Chuck dann hier so... Ja, ja, dass der Chuck da so hochspringt. Irgendwie so ging das. Doch nicht so einfach. Zumindest habe ich irgendwie sowas in Erinnerung. Das klingt jetzt irgendwie nicht, als ob ich das machen will. Vielleicht sollte ich mir den eigenen Weg suchen. Ei. Hm.
Komme ich da? Okay. Also, ach, ich könnte auch einen Peach-Jump natürlich versuchen. Das geht auch. Ist das von der Höhe her drin? Dass ich da einen... Es könnte machbar sein. Es könnte machbar sein. Na, ah, schade. Aber ich habe halt immer nur einen Versuch. Das war irgendeine andere Lösung. Es war irgendeine andere Lösung. Also Peach-Up wäre auf jeden Fall eine Option. Aber dann halt mit Safe States. Chucks kriegt man, glaube ich, nicht bis rüber. Ich glaube, die fallen runter. Ich glaube, das hatte Emiro auch versucht. Und das dann aber nicht hinbekommen. Wir machen das einfach auf Safe-State-Basis. Der ist, an sich ist der ja nicht so wild. Dann habe ich den auch mal wieder gemacht. Huch. Ich muss sowieso, glaube ich, mal, ich muss für später in dem Hack, muss ich sowieso sowas ein bisschen beherrschen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das sowas in der Richtung drankommen könnte. Oh nein! Es hat nicht gereicht. Und hier in SMW sind die Peach-Jumps nochmal viel, viel schlimmer als in Dings. Yes! Geht doch. Als in Dings. In. Hier weißt du schon. Nee, weißt du nicht. Ah, ich habe noch nicht geguckt. Ich muss noch gucken. Ich muss noch mal zurück. Wer das jetzt gebaut hat. Michelangelo und Level Sculptor. Und das sind... Michelangelo... Achso, beides ist... Achso, das ist FTO 29. Okay. FT0. Also FT29. So. Okay, was haben wir hier? Achso, Starbelt ein. Oh nee, das ist Morsel. Oh, das ist Morsel. Okay, ich glaube, die Starbelt lassen wir erstmal, aber wir gucken natürlich rein. Habe ich das Level gesehen? Ah, das ist, okay, das habe ich gesehen. Das ist, ja. Das ist ein bisschen dumm gewesen. Hier ist ein Schlüssel, wie auch im Original. Ja, also nicht ein Schlüssel, sondern die Tür. Also das Schloss. Und ihr habt schon gesehen, das sind, Dings gewesen. Hier sind Yoshi-Coins überall, so ein bisschen verstreut. Hier da auch, ne? Und... Bei dem Schlüssel... Oh Mist, jetzt habe ich den Yoshi nicht. Ja, RIP. Machen wir erst den Normal Exit. Und bei dem Schlüssel sind so Blöcke, die verschwinden, wenn man alle Yoshi-Coins eingesammelt hat in dem Level. Und das muss man hier tun. Muss ich nochmal gucken, wo waren jetzt die Ga... Da war eine. Gut, die muss ich dann natürlich von oben eigentlich holen. Hier war die an... Ne, die war... Wo war denn die an... Oh, ich weiß es schon wieder nicht mehr, ne? Schlimm. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall rechtzeitig... Genau, den hier auslösen. Eigentlich brauche ich nur das Yoshi. So, wenn ich das Yoshi habe, geht alles andere erstmal klar. Sofern ich... Ach, Mist. Das war's schon wieder. Sofern ich... Egal. Ich kann gerade nicht reden. Nein, falsche Richtung. Ah, ich muss da drüben anfangen. Sofern ich die Yoshi-Coins davor eingesammelt habe, wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, da drüben war eine. Ich weiß es aber nicht mehr. Ah, Mist. Ja, das war's jetzt halt.
Jetzt komme ich an keinen Stern mehr ran. Ich glaube, hier war auch noch eine. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also die als erstes hier. Zack. Und ich glaube, hier war eine. Ja, okay, perfekt. Ah, da wäre eine Feder. Die müsste ich auch mitnehmen. Dann ist die hier. Dann kriege ich hier den Stern. Dann gibt es jetzt hier irgendwo Yoshi. Okay, da sind die zwei anderen. Ich muss noch an Yoshi rankommen. Ach, da wäre Yoshi. Mist. Ja, vorbei. Vorbei war's. Aber jetzt kennen wir den Weg. So. Dann hier drüben. So. Wait, dann brauche ich Yoshi ja gar nicht. Ich will die ja nur einsammeln. Ah, ich bin ja blöd. So. Nein, 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 nein. Oh, ich kann mich rechtzeitig so... Dann brauche ich Yoshi ja gar nicht. Alles gut, alles gut. Ich habe nicht nachgedacht. Ich will nur hier hin. Ich will hier hin. Die Feder nehmen wir mit für den zusätzlichen Hit. Dann will ich hier runter. Perfekt, jetzt haben wir's. Jetzt muss ich ja nur noch hier durch die zwei Yoshi-Coins durchkommen. Jo, alles klar. Das war nicht so gut. Gut, dass ich die Feder habe. Easy. Und damit ist das Level jetzt auch. Oh no. Oh no. Zählt das jetzt, wenn ich sterbe und ich es nicht abschließe, habe ich dann trotzdem die Yoshi-Coins schon, ne? Ich glaube ja. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ja, sie sind weg. Perfekt. Jetzt ist der Schlüssel hier nämlich hochgedrückt worden. Und jetzt sind die Blöcke hier, wo die Yoshi-Coins waren, anders. Und jetzt kann ich den Schlüssel mehr einfach hier nehmen. Das konnte ich vorher nicht. Okay, weiß nicht, wie schnell ich das jetzt gelöst hätte, wenn ich es nicht schon gesehen hätte, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. So, was ist das hier? Ach, das ist so ein Shop. Was muss ich tun? Hi Yoshi, an der Stelle. Um hier ranzukommen. You need to visit Cabin Fever at least once. Okay, da war ich noch nicht. Okay, das geht wieder nur ohne Yoshi wahrscheinlich. Ballon. Ach, ist das so ein... Ist das so ein Lebengenerator? Nee, Katwasch kann ja sein. Kann ja kein Lebengenerator sein. Man braucht hier keine Leben. Ich verliere ja auch keine Leben. Da habe ich nur im ersten Level keine Leben verloren. Also jetzt habe ich irgendwie 10 Leben, aber wozu brauche ich die denn überhaupt? Also hier ist ein Schlüssel. Das war sicherlich nicht, was ich tun sollte. Was muss ich hier machen? Also ich kriege hier theoretisch eine Blume und eine Feder. Klar, weil es halt so ein Storehouse ist. Aber ich verstehe nicht, was der Ballon hier soll. Soll mir der Ballon hier helfen? Ach, warte. Das war nicht, was ich wollte. Wait, what? Hat der Schlüssel gerade so ein Ding bei ihm weggemacht? Oder kann ich jetzt... Ah, warte.
Nee, da wäre ich auch klein. Aber was nützt mir das denn, wenn er das, der Schlüssel das wegmacht, aber ich dann da hinten nicht groß bin? Dann komme ich ja auch nicht durch. Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder lost. Ich komme an das Power-Up, was runterfällt, nicht runter, nicht ran. Also muss ich das behalten, irgendwie. Ich verstehe nicht, was der Ballon mit der Lösung hier zu tun hat. Ich müsste den wegmachen können, bevor... Ja, aber wie? Das wollte ich nicht. So geht er ja nicht weg. Da musste ich ja... Ich musste irgendwie in ihm drin sein, dass der... Hä, jetzt geht er gar nicht weg. Hä, wie habe ich ihn denn weggemacht vorher? Ich meine, es geht nur um den Mond. Das ist überhaupt nicht relevant. Aber ich frage mich schon, was ich gemacht habe. Guck mal, so palle... Wie mache ich das? Wie habe ich den weggemacht? Ich verstehe es nicht. Hä? Schon gerne wissen, wie das Rätsel hier geht, ne? Kann doch nicht so schwierig sein. Mit Yoshi kann es ja auch nichts zu tun haben. Den darf ich ja eh nicht da durchnehmen. Es, aber ich... Es kann nur ein Trick sein, den ich nicht kenne. Oder es ist... Ich habe doch keine Optionen, außer das, was... Was will ich mit dem Schlüssel und dem... Ballon erreichen. Was kann ich mit dem Schlüssel den Ballon erreichen? Ich bräuchte irgendwie... Ich kriege keine Invisible Frames, kriege ich nicht. Invincible Frames kriege ich nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ist ja auch wurscht. Ist ja nur ein Bonus, den ich nicht verstehe. Wer weiß, wie es geht, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich will mich damit jetzt nicht 10 Minuten lang aufhalten. Was haben wir hier unten? Bad Outer Hell. Okay, das sieht doch nach einem normalen Level aus. Ich konnte nicht springen, nicht. Das spule ich zurück. Das möchte ich nicht. Ich wusste doch, was ich machen soll. Wenn ich doch, bin doch nicht doof. Warum waren die blau? Sind die anders? Nö. Yo! Du siehst interessant. Ah, mein Gott! Der sah interessant aus. Ach so, die bewegen sich nur anders. Okay, verstanden.
Okay. Das habe ich nicht verstanden. Was muss ich da tun? Jetzt habe ich es verstanden. Das ist jetzt auch wieder, das ist so abschnittsweise. Ich denke, da kann man auch selbst jetzt gleich setzen. Like, weil, warum soll ich jetzt den Anfang nochmal? Na, das ist irgendwie, das sind so Abschnittsrätsel, die man auch ohne Zusammenhang spielen kann. Also, ja. Okay, das müsste ich einfach hochkommen. Ja. Okay, mit Redpoint. Würde man ohne Save-State schon schaffen. Grundsätzlich. Ich weiß ja noch nicht, was ihr geschrieben habt. Vielleicht findet ihr es total doof, wie ich es mache, aber... Ah, der hinterlässt Feuer. Der ist frech. Ach, der jetzt auch. Ich dachte nur der Rote. Ah, Mist. Kann ich auf den springen? Nein. Ich muss aber noch testen, ob ich auf den Spin jumpen kann. Das weiß ich noch nicht. Das muss noch getestet werden. Wait, das Ding hat ein Secret Exit. I. Da ich den bisher nicht gesehen habe, muss ich das alles nochmal machen. Vermutlich. Außer ich habe was komplett übersehen. Dann muss ich es nicht nochmal machen. So, kann ich auf die Spin jumpen? Ja, gut zu wissen. Jo, 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 oh mein Gottes Willen. Okay, das geht auch. Auch nicht das Problem. Hintergrund. Bisschen kaputt geschnitten. Oh no! Oh no! Warum ist das? Achso, dass ich nicht hochspringen kann. Ja, ist klar. Okay. Dachte, da geht die Wolken lang. Ah. Ergibt natürlich Sinn, dass er nicht die Wolken lang geht. Das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Kein Kommentar. Ach, dann kann ich mich ja hier hinstellen. Da ist ja alles chillig. Jo, wo geht das jetzt hin? Hier drüber? Da runter. Hier hin. Hi. Okay. Hier ist das Ziel. Ach, das ist ein Smiley. Okay. So, das heißt jetzt aber, wir haben den Secret Exit nicht gefunden bisher. Wer hat das gebaut? Ah, Catbeth hat man schon mal. Das war Dings. Weiß ich nicht mehr. Aber hab ich schon mal gesagt. Okay, wo ist der Secret Exit? Ah, hier nicht. Es kann ja nur irgendeine Röhre sein, durch die man... Ah, ja. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, hier den Secret Exit rauszubasteln. Und zwar, dass eine von den Röhren die Screen, so eine Screen Scrolling Pipe ist, dass die vielleicht rückwärts begehbar ist und man dann da irgendwo hingeworben wird. Das wäre eine Idee, die ich hätte. Weiß es nicht. Vielleicht ist die auch komplett dumm. Hier unten? Nee, hier unten kann nichts sein. Und dass ich hier dann zurückgehen kann und es dann keine Screen-Scrolling-Pipe ist, sondern dass es mich halt in eine andere...
in einen anderen Abschnitt bringt. Aber bis hier kann nichts gewesen sein. Hier ist alles normal. Kann ich in die wieder rein? Aua. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Kann man eine Screen-Scrolling-Pipe von der anderen Seite her Exit enablen? Warum ist hier dieser komische Pfeil hier? Das ist halt auch komisch. Was will mir das sagen? Ich weiß es nicht. Aber bis hier habe ich nicht den Eindruck, dass da ein Exit sein könnte. Sieht für ein Exit. Jetzt müssen wir das halt wissen, ne? Meins kann ja auch irgendwie hier was, aber so komisch versteckt wäre halt auch wieder komisch. Dass irgendwo die Lava begehbar ist, aber das müsste auch irgendwie angezeigt sein. Also hier komme ich auch nicht zurück. Da komme ich hin und her. Ist mir aber auch nichts. Das war dumm. Ist hier irgendwas? Nee. Kommt jetzt nicht schon die Pflanze? Nee, genau, die Pflanze wäre auch eine Idee, die ich noch hätte. Die kommt jetzt. Nee. Ach, hier runter! Ja, das ergibt natürlich auch Sinn. Jo, was ist das? Okay, das Wasser zieht mich nach links, aber ich kann nach rechts. Na gut. Da war ein Schlüsselloch, also kriege ich irgendwo einen Schlüssel. Da ist mein Schlüssel. Hä? Ist ja easy. Okay. Ist ja easy, wollte ich sagen. Ach so, jetzt ist so ein. So ein Verfolgungsding. Aber ich bin mit dem Schlüssel relativ fix. Und so viele Hürden waren jetzt auch nicht auf dem Weg hier. Ja, wow. Das hat sich jetzt bedrohlicher angefühlt, als die Viecher kamen, als es am Ende war. Okay. Mountain of Everrise. Ach, guck mal, von Michelangelo Level Sculptor. Das war, glaube ich, FT029. Keine Ahnung, egal. Guck mal rein. Ah, vielleicht gucken wir auch nicht rein, denn wir sind schon bei 32 Minuten. Danke fürs Zuschauen. Nächsten Part. Und tschüss.